Ja, meine Damen und Herren, wir befinden uns heute auf dem Stand der MAN, respektive Euroleasing, ein Gemeinschaftsstand. Neben mir steht der Chef des Ganzen, und zwar Big Boss Faust, 2009 Transportlogistik. Herr Faust, zweiter Tag auf der Messe. Sie haben Vision, Sie haben eine Vorstellung, haben auch an der Vision teilgenommen in unserer Fachzeitschrift. Was ist geplant in diesem Jahr? Also wir werden jetzt mit MAN Rental die große Kooperation der Fuhrparklösung Komplettzug starten. MAN hat ja gestern auf der Pressekonferenz verlauten lassen, sie wollen der größte Pan-European Lkw-Vermieter werden. Bis 2012 sind allein 4000 Lkws geplant. Wir werden dafür die Fuhrparklösungsstrukturen schaffen. Wir werden den Auflieger dazu bringen. Wir werden Plattformstrategien umsetzen in allen Ländern. Wir sind jetzt in Deutschland fertig. Wir fangen am 3. Juni in Polen an. Wir werden Telematikdienstleistungen revolutionieren. Wir werden der Erste sein, der mit einer neutralen Plattform alle Mischfuhrparks auf einen Nenner bringen wird, sodass Kunden sich ganz automatisch andocken können und ihre Daten bekommen, Eigenfuhrparkstrukturen integrieren. Wir werden die Lösung schlechthin sein, zukünftig gegen solche Konjunkturdellen, wie wir sie jetzt alle erleiden müssen. Mehr Flexibilität, noch mehr Mobilität, und das gepaart mit Know-how zwei großer Partner, Euroleasing, MAN Rental. Ja, mehr geht eigentlich gar nicht, ne? Das heißt, Euroleasing auf schweren Expansionskurs. Wie viele Standorte respektive wie viele Länder decken Sie bislang ab? Also wir sind jetzt Kerngeschäft Euroleasing. Sind wir Deutschland, Österreich, Dänemark, Finnland, Schweden, Polen. Wir sind sogar jetzt in Russland vertreten mit einem eigenen Gelände. Wir werden auch die Handelsstrukturen auf eigene Füße stellen. Wir werden Top-Use-Gebrauchtfahrzeuge mit uns verbinden auch. Wir werden des Weiteren MAN Rental-Strukturen in Griechenland, Italien, in Polen, in ich sag mal, klar, in Deutschland schlechthin, Skandinavien auch. Und wir werden sicherlich bis 2012 auch versuchen, UK und Frankreich erobern. Also alles im Fluss. Ah, wunderbar. Also wir sind, ich glaube mal, wir sind dadurch, dass wir einen strategischen Partner 2007 gefunden haben, nicht nur der Ritterschlag, sondern jetzt geht es auch los, dass die Tüte mal richtig knallt und wir mal den Leuten zeigen können, es ist da, die Lösung ist da. Man muss nicht viel investieren, ein Mietvertrag reicht schon und dann ist die Mobilität da. Reine private Frage, German Classics wieder ein Thema? Ja, wir wissen es noch nicht genau. Die wirtschaftliche Lage zwingt uns natürlich auch zu Maßnahmen. Wir werden also in den nächsten 4 Wochen darüber beraten, welche Sponsoraktivitäten wir in der zweiten Hälfte des Jahres machen, welche nicht. Welche Kunden die werden starten, das müssen wir mal sehen. Wir warten mal die Zahlen vom zweiten Quartal ab. Richtig. Es sieht danach aus, dass es jetzt im April wieder deutlich angestiegen ist. Auch das spüren wir. Dann werden wir die Entscheidung treffen. Mal gucken. Ja, das ist auch wieder heute Big Boss Faust vom Euroleasing. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, wieder einer der Manager, der ganz euphorisch in die Zukunft blickt. Da ist nichts mit Krise. Das ist alles Schall und Rauch. Danke.